Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, von uns. Die Kleine sitzt hier neben mir und spielt ein bisschen. Es geht nämlich heute um sie, und zwar gibt es schon wieder ein Baby-Update für euch. Ja, die Kleine ist jetzt 8 Monate alt, und ich dachte, ja, ich könnte mal wieder so ein kleines Update geben. Ja, wie entwickelt sie sich? Was kann sie nicht? Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, ich habe mir so kleine Notizen hier gemacht und habe das Ganze in so kleine Etappen aufgeteilt. Also erstmal zu ihren Eckdaten. Sie wiegt jetzt ungefähr 9 Kilo. Wir waren jetzt schon etwas länger nicht beim Kinderarzt, aber ja, so ungefähr 9 Kilo wiegt sie und ist ungefähr 70 Zentimeter groß. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr gemessen, aber ich schätze mal so an die 70 Zentimeter. Sie trägt Größe 74,80. Ja, 74 schon so fest, also in Bodies und so alles 74, 80, hier und da mal ein Teil. Aber deswegen sage ich so 74, 80, 68 ist schon deutlich zu klein, was die Bodies angeht. Und ein paar Hosen trägt sie noch in 68, aber eher so 74, weil sie jetzt sehr lange Beine. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den kleinen Etappen. Ich habe die erste Etappe Essen. Ja, was ist die Kleine? Wie füttern wir sie? Und wie ist vor allem ihr Essverhalten? Also, ich stille immer noch, und das werden wir auch so beibehalten. Es klappt einfach super. Die Kleine nimmt es als Einschlafhilfe oder zur Beruhigung oder so. Also, Stillen ist immer noch bei uns Hauptthema. Und dann dazu bekommt sie alles Mögliche in die Hand. Ich habe ja damals angefangen, den Brei zu geben, ungefähr mit 5 Monaten. Und dann wollte er zuerst nicht, dann haben wir wieder aufgehört, und dann haben wir einfach wieder angefangen, ihr immer wieder was einfach so in die Hand zu geben. Und das hat sie dann auch dankend angenommen, und jetzt kriegt sie eigentlich immer irgendwas in die Hand. Also morgens gibt es jetzt immer ein Stück Brot mit Butter, das mag sie total gerne. Oder es gibt mal eine gekochte Möhre oder sonstiges. Also sie kriegt jetzt alles in die Hand und ist eigentlich nur noch selber, also BLW machen wir da. Ja, machen wir weiter mit dem Thema Schlafen. Die Kleine schläft bei uns im Elternbett. Ihr Beistellbett steht ja immer noch bei uns am Bettchen dran, aber ja, es hat sich jetzt einfach so eingegroovt, dass sie einfach bei uns mit im Bett schläft. Damals habe ich sie immer also ins Beistellbett gelegt, und sobald sie das erste Mal gestillt werden wollte, habe ich sie rüber in mein Bett genommen. Wir sind beim Stillen beide wieder eingeschlafen. Ja, und jetzt schläft sie einfach die ganze Zeit bei uns. Also sie schläft die ganze Zeit bei uns. Das klappt auch super. Mittagsschlaf macht sie auch bei uns im Bettchen. Mittagsschlaf macht sie jetzt zweimal am Tag. Also kein Mittagsschlaf dann, aber ein Schläfchen macht sie zweimal am Tag, eine Stunde. Also schläft sie noch 2 Stunden am Tag, und dann geht sie abends ungefähr um 19, 20 Uhr ins Bett. Dann ist sie aber auch richtig müde. Manchmal macht sie abends noch so eine kleine Pause, oder wenn ihr zweiter Mittagsschlaf sehr spät ist, dann geht sie auch erst um 22 Uhr ins Bett. Das kommt immer darauf an, was wir an dem Tag machen, wie sie zum Schlafen kommt und so. Genau. Also schläft sie bei uns im Bett. Mittagsschlaf 2 Stunden. Und das klappt auch alles richtig gut. Schlafen tut sie in der Nacht richtig gut. Sie steht morgens so um 7:30, 8, 8:30, 9 auf. Also es ist immer unterschiedlich. Und ja, einmal in der Nacht wird sie wach ungefähr. Genau, da stille ich denn. Das ist meistens so gegen 3 bis 5, so ungefähr. Ja, dann fragen ganz viele, wie ist es mit der Entwicklung? Was kann sie schon? Was macht sie? Thema Sitzen. Die Kleine kann schon seit etwas längerem alleine sitzen und setzt sich auch alleine hin. Also wenn sie liegt oder so, setzt sie sich einfach alleine hin. Und dementsprechend haben wir im Kinderwagen jetzt auch den Sportsitz, also haben auf den Sportsitz gewechselt, weil es einfach super gut klappt mit ihr und sie es auch ganz, ganz toll macht. Genau, deswegen sitzt sie jetzt eigentlich meistens nur noch. Dann steht sie auch schon unheimlich gerne. Also wenn man sie hinsetzen möchte, stellt sie sich auch einfach hin oder hält sich halt so an den Knien fest oder so bei uns. Also das möchte sie auch schon doll. Ja, ist natürlich noch sehr wackelig, und wir halten sie auch immer fest. Ja, dann trinkt sie aus einem Glas. Also ich habe schon öfters jetzt, wo sie halt noch ein bisschen Beikost bekommt, ne? Biete ich ihr halt immer Wasser an, aber aus der Flasche möchte sie es einfach nicht oder kommt damit auch, glaube ich, gar nicht zurecht. Also sie kriegt da anscheinend nichts raus. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das durch Stillen oder so.
Sie möchte lieber aus einem Glas trinken und das mache ich dann auch. Also ich gebe ihr dann immer ihren Becher und da trinkt sie dann einfach draus. Das macht sie total toll und sie sagt auch Bescheid, wenn sie was trinken möchte. Also das merkt man auch schon, wenn sie Durst hat, dann gibt sie da auch bekannt, dass sie Durst hat. Ja, das klappt also auch richtig gut. Dann habe ich noch Thema Krabbeln und Robben. Ja, ich habe mir jetzt schon ein paar Sorgen gemacht, weil die Kleine einfach nicht krabbeln möchte. Ich habe so auf Instagram noch nichts dazu gesagt, weil ich einfach nicht will, dass manche jetzt sagen, oh, die ist total unterentwickelt oder sonstiges. Die Kleine ist 8 Monate alt und sie muss noch nicht krabbeln können, wenn sie noch nicht krabbeln möchte oder es einfach noch nicht schafft. Dafür, finde ich, ist sie sprachlich sehr weit entwickelt, würde ich jetzt so sagen. Sie fängt aber, also sie robbt auch schon, also sie kann sich auch fortbewegen, das ist jetzt nicht das Problem. Sie kriegt die Arme auch hoch und sie geht auch immer in Vierfüßler, nur es dauert halt einfach noch ein bisschen. Dieser Schritt so, wo sie wirklich alle Viere benutzt, um zu krabbeln, das fehlt noch. Robben, wie gesagt, tut sie und im Vierfüßler ist sie auch immer, also das schafft sie. Nur halt dieses richtige Krabbeln macht sie noch nicht, aber da macht man doch gar keinen Stress. Sie hat dann noch Zeit und wenn sie das noch nicht möchte, dann möchte sie das noch nicht. Dann habe ich mir aber was hier Sprachverhalten, habe ich mir noch was aufgeschrieben und zwar sagt sie Papa. Das ist jetzt ganz neu. Das ja, sie sagt Papa. Und was sie auch immer macht, ist Dada. Also sie sagt auch richtig da und zeigt auch irgendwas. Also wenn sie irgendwas sagen möchte, sagt sie immer da. Und ja, halt solche kleinen Sachen sagt sie, ne? Also Papa ist ganz aktuell, Dada sagt sie, ein paar andere Sachen noch. Ja, nächstes Thema, Spielen. Spielen tut sie eigentlich mit allem. Am liebsten mit irgendwas, was knistert, wie ihr es, glaube ich, auch die ganze Zeit im Hintergrund hört. Also sie ist da ganz, ganz doll beschäftigt mit irgendwas, was knistert. Und sie nimmt sich auch immer richtig viel Zeit und begutachtet das alles. Das finde ich ganz, ganz toll, immer zuzusehen. Und natürlich alles, was Musik macht. Ist sowieso ganz, ganz hoch im Kurs. Ja, das ist so Thema Spielen. Was sie auch macht, ist nein, nein. Sie schüttelt den Kopf. Sie macht so die ganze Zeit. und schüttelt den Kopf, wenn man nein sagt. Ja. Also das weiß sie auch schon, wie das geht oder was das bedeutet. Nein, nein. Genau, schüttelt sie einfach immer den Kopf. Und dann habe ich das letzte Thema, abhalten. Also wir wickeln ja mit Stoff seit jetzt auch schon 2 Monaten, glaube ich. Und es klappt richtig gut. Und zu dem Stoppenden habe ich mir gedacht, ja, wie wäre es mit Abhalten? Also da werde ich ganz oft gefragt, was ist das überhaupt? Das Kind irgendwie abhalten von was hältst du dein Kind ab sozusagen? Das werde ich immer gefragt. Ja, und da kann ich einfach ganz einfach so sagen, abhalten ist nicht das Kind von irgendwas abzuhalten, sondern das Kind... das Kind über einem Töpfchen abhalten. Und zwar, dass das Kind, ja, dass man auf die Signale vom Kind achtet. Jedes Kind gibt Signale ab, wann es auf Toilette muss oder wann es halt Wasser lassen muss oder schittern muss. Und auf die Signale achten und dann im richtigen Moment das Kind über einem Töpfchen oder dem Waschbecken oder irgendwas abzuhalten. Also windelfrei nennt man das auch. Ja, das haben wir jetzt schon ganz, ganz oft gemacht und am Anfang hat das super geklappt. Also immer, ich habe so ein bisschen auf die Signale geachtet und dann immer den richtigen Zeitpunkt gefunden, sozusagen sie abzuhalten. Und jetzt machen wir das so, dass sie tatsächlich aufs Töpfchen geht. Also ich möchte das gar nicht zur Ruhe bringen oder so. Einige verstehen es bestimmt falsch, ich erkläre das eben. Also immer wenn ich sie wickel jetzt. Wickel ich sie, also ich mache die Windel ab, mache sie sauber, mache alles frisch. So, ich habe die Kleine mal hier nach vorne geholt, ne, mein Schatz. Ja, also ich halte die Kleine, also ich setze die Kleine dann auf ihr Töpfchen und sage dann, Lia, du kannst jetzt Pipi machen, also Pipi machen, sage ich dann. Und frag sie dann immer, musst du noch Pipi machen, wenn sie nicht gemacht hat, frage ich, musst du noch Pipi machen? Ist für einige bestimmt jetzt total bescheuert, aber sie macht immer Pipi.
Sie macht immer Pipi, wenn ich sie auf dieses Töpfchen setze. Und ja, es klappt super, es klappt wunderbar. Sie schiedet auch ins Töpfchen, also das ist auch schon gar kein Problem. Also ja, ich bin wirklich sehr begeistert von der Kleinen. Sie macht das einfach so toll. Klar, sie wird noch nicht alleine irgendwie aufs Töpfchen gehen oder so. Hier bitte. Aber ja, das ist so unser Abhalten sozusagen. Falls ihr da noch mehr Infos drüber wollt, schaut mal auf YouTube. Da gibt es einfach so viele Videos dazu. Oder schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich da sonst auch nochmal ein Video zu, falls ihr da noch irgendwie Fragen habt. Also, nochmal ganz kurz erklärt, ne? Ich will nicht, dass ihr jetzt denkt, sie geht schon allein aufs Töpfchen oder so, sondern natürlich braucht sie noch Windeln und die wird es auch noch länger brauchen, die Windeln, aber sie geht halt eben schon aufs Töpfchen, macht da auch rein, ganz fleißig und ja, wir sind echt total begeistert, dass sie das schon so gut macht und auch so, also dass sie das einfach auch weiß, wenn sie da drauf sitzt, dann kann sie Pipi machen und so, das ist ganz toll und auch, ich habe es mal beobachtet, wenn ich ein bisschen länger brauche, sie zu wickeln oder wenn ich dann noch, wenn ich sie halt schon von der Windel befreit habe und dann noch Klamotten oder so raussuche. Natürlich, die Klamotten liegen unter dem Wickeltisch, also ich entferne mich nicht vom Wickeltisch. Dann kann es auch mal sein, dass sie auf die Wickelunterlage macht, weil sie es einfach so gewohnt ist, anscheinend, dass ich sie dann direkt immer aufs Töpfchen setze. Ja, also das ist auch schon öfters passiert. Da sieht man eben, dass das schon so in ihr drin ist. Also dass sie schon weiß, dass sie dann aufs Töpfchen kommt und dann Wasser lassen kann. Ja, falls ihr da ein Update wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt über Lea, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann mache ich da auf jeden Fall nochmal ein Video dazu. Und jetzt zeige ich euch die Kleine nochmal, wie groß sie ist. Ne? Komm hier, mein Schatz. Wie groß du schon geworden bist. Ja, so sieht die kleine Maus jetzt aus. Sie ist schon ein Riese geworden. Und ja, noch schöne blonde Haare. Ne, schön blonde Haare hast du. Und ihre Augen verändern sich gerade. Ich denke, sie werden so ins Grün-Graue gehen, so wie Mama und Papa. Mal schauen. Noch sind sie blau, ne? Noch sind sie blau. Nein, 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 nein. Hier, nein, nein. Nein, 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 nein. So, meine Lieben, und das war's dann auch von uns. Ich hoffe, euch hat dieses Baby-Update gefallen. Ich werde es jetzt so schnell wie möglich schneiden und euch dann auch hochladen. Und dann, ja, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, alles in die Kommentare. Wenn ihr einen Videowunsch habt, auch in die Kommentare, dann kann ich das gerne nachholen. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!